Armin ist nicht er, wenn er müde ist. Meine ich, ist jetzt kein Snickers. Gar nicht aus der Werbung geklaut oder so. Nein, das Oreo-Werbung, das ist nicht, Oreo-Werbung, ne? Oreo auf jeden. Hallo Leute, herzlich willkommen zur 85. Folge Let's Play on Blocklet. Jo, diesmal wieder nur wie drei. Ohne irgendwie Besuch. Nein, ohne Besuch. Und Haus Zombie! Wir haben Besuch, wir haben Besuch. Ja, wir hatten ein Haus Zombie. Ja, Rückblick. Ja, Rückblick, das kann man mit Redstone Zeug bezeichnen und die Wand erweitern, ne? Generell erstmal. Alles wegen der Chicken Farm hier. Ja, ich glaube, das ist aber eher die Sortiermaschine. Ja, wegen der Chicken Farm. Das ist alles wegen der Chicken Farm. Dann gehen wir einmal Wasser besorgen, also Leta. Ich hab einen Eimer, aber kein Wasser. Ich hab zwei Eimer, kein Wasser. Ich hab vier Eimer. Und ich brauche noch ein bisschen Kabel, mir geht das Kabel aus. Ein Eimer. Moment, du hast gerade gesagt, dir geht das Kabel aus? Ja, ich hab kein Kabel mehr. What the fuck? Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Gleich bist du, Alter. Gleich wirst du. Nein, ich will. Kabel zwei Stacks reichen eigentlich erstmal. Ja. Das mehr als zwei Stacks. Nein, zwei reichen. Ganze Kiste voll. Okay. Hm, hat schon genug. Ich will ja irgendwie nicht eine Mauer bis was weiß ich wohin bauen. China? Ne, das Wasser kannst du direkt schon hinsetzen, Leto. Ich glaube, das ist Armin, der das geholt hat. Ja, ne, ja, ich hatte jetzt nicht hingeguckt. Was? Ja, da ruft mich gerade einer an. Soll ich jetzt reingehen? Nein. Nein. Unauffällig. Ja, das kann doch wichtig sein. Egal. Wartet einen Moment. Es geht um Leben und Tod. Ich werde mich muten. Grüner oder roter Draht? Roter Draht! Roter Draht! Beide! Verdammt. Marc, das ist doch der falsche. Oder musst du sagen beide? Bumm. Das passt natürlich auch. Ja. Ey, roter Draht, roter Draht! Nee, war er doch nicht. Ups. Das wär's ja jetzt gewesen, ist nein, roter Draht. Mein Handy ist extrem warm geworden, ne? Aber wirklich extrem. Das ist irgendwie gerade hier niemand interessiert. Na und? Marc telefoniert aber ganz schön lang, ne? Ich. Nicht Armin. Du Ups. Fisch. Daran sieht man, Leto ist ein Fisch. Kopf. Nein, einfach nur verpeilt. Ein verpeilter Fischkopf. Das passt. Nur ein bisschen Messerfisch. Bin ich wieder. Okay. Was? Telefonieren, da bin ich wieder. Was sollen wir noch einsortieren lassen können gerade? Oh. Wir haben Holz, jetzt Weizen. Weizen haben wir schon. Also Holz. Was für Holz? Normales. Eich, also Rohholz oder Holzbretter?
Rohholz. Roh, oder? Da kann man das verarbeiten nachher. Wir brauchen ein bisschen mehr Rohholz hierfür jetzt. Soll ich noch ein paar Bäume wegfällen gehen? Oder? 16 Rohholz brauche ich jetzt noch. Dali, Dali. Schneller, Leto. Dali. Einfach nur gesagt. Das heißt, Leto. Schneller. Ach, das dauert hier zu lang bei Leto. Ja, und diese Letos, ey. Hm. Ist wieder unter Vorteil, wenn man langsam ist, dann machen das die anderen Feinde. Es ist aber kein schöner Anblick. Ich weiß, das ist auch ironisch. Und ein Ruf würde sich wahrscheinlich verschlechtern. Deswegen... Dingens. Oh. Genau. Geht das jetzt? Geht das jetzt? Wegen nicht mal reellem Holz, genau. Das ist ja nicht mehr echt, das Holz. Wird halt das Holz. Genau. Was, virtuelles Holz? Letos virtuelles Holz. Okay. Weil virtuellen Baum, ja. Im Kopf, ja. Pass. Was im Kopf? Ey, you, streck ihr virtuelle Baum. War das nochmal, dass man mit Bäumen schießt? In deinem Kopf? Du schießt mit Bäumen in deinem Kopf rum? Das geht bei dir falsch. Nein, bei Combat Arms meine ich. Ich hätte auch keine Bäume rum. Ja, auf jeden Fall. Ich schieß mit Bäumen rum. Das hat mir doch in Combat Arms gesagt. Das wäre doch wohl lustig. Nur mit Bäumen schießen können. Nein, mit Bäumen schlagen, wenn schon, ne? Das ist ja auch keine Baumfaust, ne? Das ist eine Ghettofaust. Ich habe den Minecraft-Sound so leise runtergestellt. Weiter. Ich mute mein Handy zwar, aber es ist so laut. Unauffällig. Kennt ihr schon die, die Gartenhacke 5000? Mhm. Die ist so hobbylos. Ich find's lustig. Aber hobbylos. Das auch. Ob die eigentlich nicht proben? Aber... Leto, du hast die abgesetzt. Hä? Geht gar nicht. Welche Truhe? Das Truhe. Ach so, die Truhe da hinten mit meinen Sachen da drin, ne? Boah, krass, kann ich dir helfen? Mag ich, ich wibbel hier irgendwie durch die Gegend jetzt. Ding, 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 wie so ein Flummi. Du kannst hier unten irgendwie den Keller. Boden ein bisschen tiefer machen. Tiefer legen. Ab hier. So, ab da. Wir haben es jetzt kürzer in den Keller, ich hab mal nicht hier so die tief, nicht so tief! Nur einen Block tiefer! Alter! Willst du bis zum Mittelpunkt... Naja, es gibt hier keinen Mittelpunkt. Willst du bis zum Bedrock haben oder was? Ich hab den Weg in den Keller erleichtert. Ich hab jetzt hier die Bücherregale aufgebaut. Was? Ich dachte, du hast den Fahrstuhl eingebaut. Ich hab Silk Touch. So, wir haben auf den Fahrstuhl gewartet. Das kannst du doch nicht bringen, Mann. Weißt du, wir freuen uns hier auf den Fahrstuhl und der kommt hier mit Silk Touch an, Alter. Das ist eine Scheiße. So... So ein Fahrstuhl. Man kann doch irgendwie Minecraft eine Rolltreppe bauen, ne? Das geht. Ja, Wasser, mit... Das. Ja, auch. Und das mit Wasser. Hoch check ich aber nicht. Hoch, Wasser fließt doch immer hoch, oder? Kann mal jemand die Erde da bitte weggeben? Weil die stört mich gerade ziemlich... Ihr hört die Sweeping einfach nicht. Sag es einfach. Okay. Spammt die Person nicht zu, die dich vorhin angerufen hat? Es sind mehrere Personen. Lass mich raten, in einer Gruppe. Ja, warte. Die nerven mich gerade ein bisschen. Ein bisschen? Kennt ihr das? Ja. Das sind Leute auf WhatsApp, die mir schreiben einfach irgendwas Unnötiges rein. Tja. So Leute gibt's. Hab ich schon gehört. Tiefer gelegt.
So muss das. Was? Abgenickt bei Technik. Boah, das war so lustig. Ne? Nein, eigentlich nicht. Doch. Nein. Ich lieg schon auf dem Boden. Ich lach mich so kaputt, ich lieg so richtig auf dem Boden. Leto ist eine Ausnahme, muss verstehen. Jemand hat Leto flach gelegt. Flachwitz. Ach, ach, ach. Lachen. Genau. Ja, was ist heute mit euch los? Ich möchte noch nur lustig sein. Ja, genau. Alles gut, Armin. Du mit den flachen Witzen, ey. Ja, und es kursiert ein Gerücht, dass man morgen frei haben mag. Ja, wieso? Keine Ahnung. Das glaube ich aber irgendwie nicht so. Ich will nicht. Aber es kursiert ein Gerücht. Hm. WhatsApp. Seitdem Facebook das aufgekauft hat, sind da sehr viele Gerüchte schon. Und wir haben gesagt, wir werden nichts dran ändern. Das geile Bild. Wer hat da gerade in die Firmenzentrale reingeschrieben? Hi Obama. Was? Ja, ja, so noch Motto sagt alles. Irgendjemand hat gerade Hi Obama eingeschrieben. Ich weiß nicht. Dominik. Ich auch nicht. Ich das nicht. War Dominik. Immer auf Dominik schieben. Kann du doch nicht bringen. Alter. Wie geht's dir, Mark Zuckerberg? Zuckerberg? Aha. 21. Nee, bin auf Platz 21. Alter. Du kannst gerade nicht mehr reden, ne? Nein. Ich hab mich gerade schon ein bisschen gewundert, aber Platz 21 auf der Liste der reichsten Menschen der Welt. Nur? Das interessiert aber auch keinen. Platz 1 ist wieder Bill Gates. Nein, da ist ein anderer Typ. Nein, das ist wieder hervorgerutscht. Vor kurzem. Jetzt. Schon wieder? Oh. Nicht mehr lange. Ich würde mal sagen, wir müssen das irgendwo mal verbinden, ne? Ja, ich verstehe, was ich meine. Nope. Ich hab's verstanden. Ja, Mann, lass einfach hier... Leto, ich habe eine Aufgabe für dich. Oh, oh. Ja. Umgrabe nein, einfach schon, das... Ja, mein Name so betont. Umgrabe einfach das Ding hier, dann können wir einfach die ganzen Kisten verbinden. Ja. Yeah. Ich habe ja gleich überall die Output-Sachen hingemacht. Also die hier sind alle Output. Wie viel größer ist das Teil? Das können wir ja weiter runterlegen und so weiter. Sie liegt. Rasenverkehr. Also bis jetzt haben wir 5 Sachen, die wir einfach oben reinschmeißen können. Müssen wir mal irgendwie so eine Tabelle oder so anbringen oben. So nach dem Motto, das darfst du reinschmeißen. Und das nicht. Ja, okay, den Rest nicht. Eine Hälfte Asche einführen. So in etwa. Heißt Asche kann man nicht so gebrauchen. Also müssen wir das lieber so machen, eine Liste, was wir reintun dürfen. Ja, was meine ich ja. Viele Sachen, die wir nicht reintun dürfen. Ja, das meinte ich ja. Einfach nur irgendwie eine Liste drüber machen, was wir reintun können im Moment. Was es auch verarbeiten kann. Irgendwann wird ja das so was sein, dass wir lieber die andere Liste schreiben. Boah, das beunruhigt mich. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ich kontaktiere gleich mal meinen Klassenlehrer. Jetzt kommt da so ein bisschen Wasser. Dusche, Armin. What? Die arme Rhythmtechnik. Die ist wasserfest. Also nicht so an. Welche da unten? Ja. Passt schon. Los, naja, eigentlich ist das. Eigentlich ist das so angelegt, dass das nicht passiert. Eigentlich. Eigentlich. Sollte man mal. Das ist aber auch nicht das Problem, das sind zwei Reds. Oh verdammt. Ja, damit haben sich gerade die Filter aufgelöst. Muss ich die neu aufbauen. Ja, pass schon. Ach, scheiße, sind die Outputs hier hinten. Ja, die unten.
Echt jetzt? Nein, Spaß. Müssen wir es irgendwie da rumleiten. Das geht, passt schon. Also hier war Erde. Und hier war Holz. So. Ich habe eine mystische Kraft, euch Hunger zu verleihen. Ich habe eine Idee. Wer hat Bock auf Oreo-Kekse? Nee, lass mal. Alter. Ich leg selber keine. Ich habe welche, hier, guck. Das könnten noch irgendwelche anderen Kekse sein. Das kannst du jetzt nicht sagen, dass das Oreo-Kekse sind. Außerdem, ich habe irgendwie gar keinen Hunger. Das sind Oreo-Kekse. Hätte ich dann auch gesagt. Das sind Oreo-Kekse. Glaub ich dir nicht. Ja, scheiße, wie soll ich das zeigen? Machen Kamera Bild an. Und... Genau, machen Bild und Sens in unsere... Ja, okay, oh. Warte. Genau. Jetzt liegt mein Handy auf dem Bett. Ja, Leute kann das ja bestätigen. Ob das wirklich Oreo-Kekse sind. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nein, lass mich bitte nicht bringen. Und außerdem haben wir noch genug Zeit. Ich weiß. Foto aufnehmen. Jetzt sucht ihr so ein Oreo-Keks-Foto aus dem Internet raus. Warte, ich... hier. Du kannst dich ja mal Sony Kopfhörer. Du kannst dich mal vorstellen. Vor dem Bild. Armin, ich habe jetzt hier die Outputs. Ich erweitere die etwas, ne? Nach hier rüber. So. Bestimmt hat er da mit so einem Edding bestimmt so mit dem Edding draufgeschrieben, ganz fett so, Oreo. Genau. So, da hast du es. Ist noch nicht da. Armin, guck mal, bitte kurz. Warte. Ist das so okay, wenn hier die Outputs sind? Dann kann man die da irgendwie rüberlegen, dann halt zu den einzelnen Kisten transportieren. Ist die da unten? Höher geht's nicht. Weißt du, voll... Puh, das sind wirklich Oreo-Kekse. Jetzt hab ich das Hunger. Voll in die Red mit mich gekommen. Alter, ich seh's am Armin's Timer und daran, dass er mit uns da telefoniert. Ja, das ist schon genug Beweis. Warum hast du hier die Bücherregale weggefetzt? Armin, komm mal, ich hab erweitert. Ist das okay? Alle Scheiße hier. Nein, okay, doch, komm, das passt. Ja, ihr könnt dann jetzt schon mal die Sachen legen. Ich hab da auch schon mal eine Leitung. Seid ihr mal rausgeflogen? Nein, du bist rausgeflogen. Nee. Haha. Oh, jetzt bin ich auch rausgeflogen. Ich nicht. Es geht bei euch falsch. Ich bin wieder drin. Also der erste ist Weizen. What the fuck? Ich kann... jetzt. Ich bin wieder drin. Oh, ich muss mal wieder muten. Der hat mein Kabel geklaut. Naja, der erste ist Weizen, aber den kannst du ja schon mal zu der Kiste hinten legen. Aber ich habe keinen Trichter, ne? Leute, machst du mal Trichter? Wie werden die gemacht? Eisen, ne? Aber was braucht man noch? Eisen und Kiste. Ach, Kiste, okay. Ich zeig dir Kiste. Kurz, wie man das macht. Ich glaube, das brauchst du nicht, ich hatte schon mal gesehen. Warte, ich zeig dir das trotzdem kurz. Nein, brauchst du nicht. Ja. Oh ne, kennt ihr das, wenn irgendwie das eine Ohr piept? Das ist voll scheiße. Irgendwann geht's weg. Alles wird gut, Armin. Kennt ihr das nicht? Doch. Was zur Hölle? Die ist Ohr piepen. Ach so. Das machst du. Dein, die Mitte halt eine Kiste. Oder dann halt noch so. Das ich glaub so wirklich... und da eine Kiste hin. Also die, das hättest du jetzt wirklich nicht bauen müssen. Dankeschön. Also die, naja, da muss halt deine Kiste hin. Das sind halt Eisenblöcke. Nicht Eisenblöcke, sondern Eisenbarren. Weißt du, so eine Mutter, ich baue dem das auf, wie die das zu craften hat. Wisst ihr, was mir so überlegt hat? Nee, was denn? Man könnte noch mal so unterirdisch, das sieht man ja sowieso nicht. Eine richtig, richtig fette Farm bauen. So eine richtig
Also eine automatische Schickenfarm, eine automatische Melonenfarm, automatische Kaktusfarm. Kaktusfarm? Das geht. Ich meine nur Kaktusfarm? Wofür eine Kaktusfarm? Kaktusgrün. Hm. Teppich oder was? Ja, zum Beispiel. Oder eine naja, automatische Zuckerrohrfarm. Ey, das Beste ist, das können wir dann einfach versuchen hier rüber zu leiten, dann wird es automatisch irgendwie einsortiert. Armin. Das ist richtig automatisch. Ja. Boah, das wird Hammer. Sollen wir mal. Wir machen einfach hier drunter noch eine Etage. Das wird so ein richtig fettes Komplex. Oh. Ja. Ist das nicht fetter Komplex? Aber besser eigentlich. Fettes Komplex, fette Komplex, ja, kann sein. Ich bin heute schon müde, lass mich. Oh, okay, das ist ein Ausfall. Ich bin gut einzusprechen, wenn ich müde bin. Armin ist nicht er, wenn er müde ist. Nein, ich esse jetzt kein Snickers. Gar nicht aus der Werbung geklaut oder so. Nein, das Oreo-Werbung, das ist nicht, Oreo-Werbung, ne? Oreo auf jeden. Kennt ihr sie noch nicht? Na, klar kenne ich die. So, ich habe den zweiten Output auch schon mal so dahin gebaut. Jetzt brauche ich den dritten hin. Wir machen erstmal die 5 fertig, würde ich sagen, ne? Ja. Das wird lustig. Wie viel Trichter hast du schon, Leto? Ach, du meinst richtig geil. 5. So, weißt du, man läuft dann noch hier rein in den Keller. Man sieht nur, alles läuft. Weißt du, alles so richtig am Arbeiten. Alles automatisch. Chill. Ja, Mann. So muss das laufen. Das müssen wir Unwetter in Minecraft geben. Das wäre richtig spannend. Was müsste es geben? Unwetter. Kommt so ein Tornado an. Oh, oh. Ja, okay, das ist im Keller. Was würdet ihr denken? Wir haben ein Problem. Ne, das war jetzt ernst gemeint, wir haben ein Problem. Oh, stell mal vor, da kommt so eine richtig fette Windhose auf uns zu. Alte, die dann so Blöcke wegfetzen, alles. Das gibt es. In Mods. Ja, so als Mod. Das gibt's. Das muss aber jetzt mal im Store geben. Oh. Naja, das ist. Oder irgendwie so eine Überflutung oder so. Shit, die ganze Redstone-Technik. Und dann kämpfen wir uns überleben hier, weil wir im Keller hier arbeiten. Okay, alles wird gut, Armin. Eine fette Flut runter und überschwemmt uns, ey. Ich habe jetzt ein Stack Trichter. Reicht das? Lass mal rüberwachsen, wir gehen die. Ich habe keine Trichter mehr. Die Sturmflut? Alter. Das regt voll auf, diese Decke hier auszukleiden. So kleidest du die auch aus? Ja, war cool. Nein, sieht ja, das ich aus. Weiß. Ich weiß. Die Outputs sind jetzt hier nochmal ein tiefer, Armin. Kann ich nichts dran ändern, ist so. Dann müssen wir die ja irgendwie wieder höher legen. Alter. So, Trichter kommen jetzt. Bleibst du. Und wir haben kein, so gut wie gar kein, Eisen mehr, passt schon. Nein, Birkenholz mehr nicht. Birkenholz? Yay, Trichter! Ich habe das ganze Birkenholz als Truhe verbaut. Okay, weiter mit dem Birkenholzproblem geht es in der nächsten Folge. Echt jetzt? Alter, da passe ich dich durch. Okay, zu dann. Viel, ne? Ja, hab zu viel gegessen eben, Alter. Dann bis zum nächsten Mal, wenn sie da ist, Let's Play on Blockland. Haut ihr rein. Ciao, Leute. Ciao.